Hallo, mein Name ist Tobias. Ich studiere Pflege- und Gesundheitsmanagement im 6. Semester und bin von Haus aus Gesundheits- und Krankenpfleger. Mein Name ist Anna Wiedenbrück. Ich studiere Gesundheit- und Pflegemanagement. Ich bin gelernte Heilerziehungspflegerin und habe direkt nach der Ausbildung mit dem Studium begonnen. Mein Name ist Maximilian und ich studiere hier an der Evangelischen Hochschule Nürnberg Gesundheits- und Pflegemanagement. Ich bin ausgebildeter Gesundheits- und Krankenpfleger und habe mich nach 2 Jahren Berufstätigkeit dazu entschlossen, hier ein Studium zu beginnen. Hallo, mein Name ist Isabella. Ich studiere hier an der Evangelischen Hochschule Gesundheits- und Pflegemanagement und bin jetzt aktuell im 6. Semester. Ich habe als Hintergrund habe ich Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin gelernt und habe mich jetzt für ein Studium eben entschieden vor 2,5 Jahren, weil man hier auch ohne Abi studieren kann. Und durch meine Ausbildung und meine über 3-jährige Berufserfahrung konnte ich hier als beruflich Qualifizierte studieren. Und warum wollte ich studieren? Ja, ich wollte einfach die ganzen Hintergründe vom Gesundheitswesen kennenlernen, wollte mich in diesem Bereich weiterentwickeln und vor allem nicht auf der Stelle treten. Für das Studium an der Evangelischen Hochschule habe ich mich entschieden, weil ich in meiner beruflichen Praxis bereits als Mentor gearbeitet habe. Und ich war auch im Qualitätsmanagement und im Qualitätszirkel tätig. Und ja, ich hatte mich einfach nach einer Weiterentwicklung gesehnt. Da ich später nicht nur als Heilerziehungspflegerin arbeiten will, sondern auch Leitungsaufgaben im Bereich der Behindertenhilfe übernehmen will, habe ich mich für das Studium entschieden. Bereits während meiner Berufstätigkeit als Krankenpfleger habe ich großes Interesse an der Gestaltung von Arbeitsabläufen und deren Optimierung bei mir erkannt. Diese Interessen wollte ich dann weiter verfolgen, weswegen ich das Studium aufgenommen habe. Von Beginn an hat das Studium einen starken Bezug zur Praxis. Es gibt verschiedene Praxisprojekte, die man meist in Kleingruppen mit anderen bearbeitet. Dort lernt man nicht nur verschiedene Arbeitgeber kennen, sondern kann auch die Inhalte der Vorlesung vertiefen. Am Studium hier an der Evangelischen Hochschule überzeugt mich vor allem der enge Kontakt zwischen Studierenden und Lehrenden. Die Lehrenden kennen die Bedürfnisse und Fähigkeiten der einzelnen Studierenden und können diese ganz gezielt individuell fördern und fordern. Zusätzlich zu meinem Studium hatte ich hier die Möglichkeit, in der Mitarbeit in vielen verschiedenen Hochschulgremien zusätzliche Erfahrungen zu sammeln. Sei es in puncto Gremienarbeit, aber auch Einblicke in eine hochkomplexe Struktur wie die Hochschule selbst zu gewinnen. All dies, bin ich mir sicher, wird mir später in meiner Berufstätigkeit von Nutzen sein können. Was mich sehr überzeugt hier an der Hochschule, ist die Unterstützung und die Beratung, wenn man auch einen Auslandsaufenthalt machen möchte. Ich habe mich letztes Jahr für ein Praktikum im Ausland beworben und habe da sehr, sehr viel Unterstützung von Dozenten und vom International Office bekommen. Für das Praxissemester hat es leider nicht geklappt. Allerdings gehe ich jetzt im Sommersemester in den Semesterferien auf die Philippinen, mache dort ein 6-wöchiges Praktikum in einem Kinderdorf und habe dort auch sehr, sehr viel Unterstützung von der Hochschule bekommen, vor allem auch in finanzieller Hinsicht mit der Beratung von Stipendien. Der Anfang im Studium war für mich ein bisschen schwierig, weil ich habe zuvor eine Weltreise gemacht und musste mich in die Strukturen der Hochschule erst ein bisschen wieder eingliedern. Das ist aber sehr gut möglich. Die Hochschule ist sehr überschaubar und man ist nicht nur eine Matrikelnummer, sondern auch ein Gesicht und findet die Hilfe, die man gerne haben möchte. Zudem ist das Studium sehr interaktiv gestaltet, sodass man seine beruflichen Erfahrungen sehr gut mit einbringen kann. Nürnberg ist zudem auch ein sehr reizvoller Studienort. Man hat die Fränkische Schweiz in der Umgebung und auch die Stadt Nürnberg bietet sehr, sehr viel für Studierende. Im Rahmen eines Praxissemesters hier an der Evangelischen Hochschule Nürnberg am Institut für Pflegeforschung, Gerontologie und Ethik konnte ich Einblicke in ein großes nationales Forschungsprojekt gewinnen. Der Bereich Projektmanagement, den ich dort ausgefüllt habe und den ich davor noch nicht kennengelernt habe, hat mich mit Begeisterung erfüllt und ich sehe mich auch später dort in diesem Berufsfeld. In Zukunft möchte ich weiter mit Menschen mit Behinderung arbeiten, hier aber nicht nur ihnen bei den alltäglichen Aufgaben unterstützen, sondern vor allem durch gute Leitungsaufgaben ein angenehmes Miteinander von Mitarbeitern und Menschen mit Behinderung ermöglichen. Ich komme aus der Gesundheits- und Krankenpflege und habe 5 Jahre im Beruf gearbeitet und dachte eigentlich vor dem Studium, dass ich in den Bereich unbedingt wieder zurück möchte. Jetzt im Praxissemester habe ich das Praxissemester in einer Altenpflegeeinrichtung in Nürnberg abgeleistet und kann mir jetzt sehr gut vorstellen, dass es für mich eine Berufsperspektive sein könnte. Meine Ziele für die Zukunft nach dem Studium haben sich im letzten halben Jahr
sehr gefestigt. Ich war im Controlling und habe dort mein Praktikum gemacht und kann mir diesen Bereich sehr, sehr gut vorstellen für die Zukunft. Ich kann mir auch Bereiche außerhalb des Gesundheitswesens sehr gut vorstellen, zum Beispiel in einer Unternehmensberatung oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Und worüber ich im Moment auch sehr, sehr stark nachdenke, ist ein Masterstudium im Bereich Gesundheitsökonomie oder Gesundheitsmanagement.